Herzlich willkommen im Videochat mit unserem sportpolitischen Sprecher Jens Nettekofen. Hallo Jens. Hallo Steffi. Jens, du hast die Bleib-Gesund-Challenge ins Leben gerufen. Erklär mir doch mal, was das ist. Ja, im Grunde wissen ja viele, dass zurzeit im Sportverein und im Fitnessstudio kein Sport gemacht werden kann. Und ich bin ja auch sehr Fußball interessiert und der Ball rollt zurzeit nicht in den Stadien. Und da kam mir die Idee, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn der Ball schon nicht in den Stadien rollt, dann lassen wir ihn doch einmal um die Welt rollen. Wie genau funktioniert das? Wie genau funktioniert das? Die Idee ist entstanden und ich habe dann den Chef von Derbystar angerufen und gesagt, hör mal zu, der Ball rollt nicht, würdest du mir Fußbälle zur Verfügung stellen? Und ich bin dann nach Goch gefahren, habe das Auto voller Bälle gemacht und dann ist es jetzt so, dass es mir halt wichtig, dass der Bundesliga-Ball rollt, dass nicht irgendein Ball rollt, sondern dass ich wirklich sagen kann, okay, du zum Beispiel hast den Ball angenommen, schießt ihn aus dem Bild raus, Anthony Modest nimmt den Ball an und schießt ihn weiter. Und das Video wird ein langes Video werden, weil es ganz viele Menschen gibt, die daran teilnehmen. Und was mir ganz besonders wichtig ist, dass es nicht nur Sportler sind, dass es nicht nur Prominente sind, sondern dass es auch Kinder sind, dass es normale Menschen in Anführungszeichen sind, dass wir wirklich zeigen, dass wir in der schweren Zeit zusammenstehen und gemeinsam Sport machen. Wo findet man denn die Challenge und wie kann man mitmachen? Also die Challenge ist auf Instagram und Bleib gesund Challenge heißt die. Und wenn du mitmachen möchtest, musst du ein Video schicken. Musst den Bundesliga-Ball haben, musst nicht den Original-Ball haben, kannst auch das Replik haben und mach mit deinen Freunden ein Video, wie du den Ball annimmst und wieder aus dem Bild schießt. Und dann schickst du uns das einfach zu und wir bauen dich dann mit ein in unsere ja, Bleib gesund Challenge. Und wenn du dann noch on top uns eine kleine Videobotschaft schicken willst, dann wirst du auch definitiv irgendwann auf unserer Bleib gesund Challenge die Plattform bekommen, wo wir dich kurz beschreiben, wer du bist, was du machst. Und haben wir jetzt schon mit einigen gemacht, mit Sonja Fuß, mit Anthony Modest. Und ja, das lebt, das macht total Spaß. Super, vielen Dank, Jens. Steffi, ich danke dir. Bleib gesund und ich freue mich, wenn du bei der Challenge dabei bist.